Leute, weiter geht's bei God of War. Ich habe mir ein bisschen was gegönnt. Ich habe meine Rüstungen und meine Waffen verstärkt und so weiter. Und was ich ein bisschen komisch finde, meine Chaosklingen sind auf Stufe 9. Die Leviathan-Axt erst auf Stufe 7. Ich meine, da fehlt auf jeden Fall noch was. Ich habe jetzt erstmal Midgard vorgenommen und... Oh, da fehlt auch noch was. Ja, hier das ewige Lagerfeuer. Das fehlt noch. Wir haben jetzt alle Zutaten, glaube ich, und... Das wird uns ein paar Prozente geben und dann sind wir bei, wir werden sehen, vermutlich bei 98% oder so. Gehen wir zum ewigen Lagerfeuer. Und dann bin ich gespannt, was wir daraus machen können oder was wir daraus kochen können. Freya, hilfst du mir? Das Feuer sieht schon wirklich cool aus. Kann ich da ein cooles Thumbnail von machen? Das gefällt mir. Herr Freya, brauchst du eine Pause? Jetzt wird erstmal gekocht. Die neuen Blüten der Welten. Beende die Geschichte. Mit Vergnügen. Es heißt, in den Feldern von Jötunheim küssten sich Jahri und Somer zum ersten Mal. Oh, wie konnten sie nach Jötunheim gelangen? Das weiß ich nicht. Der Punkt ist, dass sie unzählige Expeditionen zu wunderschönen Orten unternahmen. Doch irgendwann stellten sie fest, dass das Ziel weniger wichtig war. Als einfach, gemeinsam zu reisen. Und diese nicht benennbare Sache? Ein Zuhause. Das hatten Jahri und Somer ineinander gefunden. Schön. Toastmahlzeit. Eine köstliche Kreation. Verstärkt alle Werte dauerhaft um 5. Oh mein Gott. Ist das jetzt so ein Teil für mein Amulett? Ich glaube nicht, oder? Nee, das ist einfach nur etwas, was ich immer habe, glaube ich. Meine Stärke ist auf 400. Das ist doch schon mal etwas. Freya? Geht's dir gut? Soll ich dir ein Feuer machen? Wobei, ein Feuer machen, da ist ja eins. Was sagt jetzt der Erfolg? 98%. Wie sehe ich das jetzt ein? Hier. Mir fehlt... ein Berserker-Grabstein. Und den habe ich gesehen, der ist da hinten irgendwo. Wurde mir zuvor irgendwie angezeigt, aber keine Ahnung mehr warum. Und ich denke, dem werde ich mich als nächstes stellen. Ich freue mich nicht drauf. Oder ist das irgendwie der Obermonster? Wo ist das Ding? Hier hingehen. Quasi nach rechts und dann immer geradeaus. Ich nehme an, die Berserker haben ja auch noch irgendwie einen Meister oder so. König nehme ich an. Und jetzt? Moment. Nach links. Da hoch. Ja, ich werde den auf jeden Fall nicht direkt besiegen können, weil... Das ist ein Berserker. Da hoch, oder was? Ja, da bin ich richtig, da ist das Tor. Irgendwann kann ich mich immer dahin porten dann. Wenn ich zu schlecht sein sollte. Ist der jetzt da? Ne, hier haben wir dieses Teil gefunden, oder? Müsste das nicht hier sein? Das ist ja kein Grabstein. Aber wo ist der? Taucht er erst hier auf? Was weiß ich. Wenn ich alle anderen besiegt habe. Das könnte ich mir gerade gut vorstellen, oder... Wo muss ich lang? Wobei, nee. Ich glaube, den müsste man schon sehen können. Sonst ist es ein bisschen doof. Aber es könnte halt schon sein. Habe ich ihn hier schon mal gesehen? Was weiß ich. Kam ich von da oben? Nein, da bin ich runtergesprungen. Jetzt steht der Königsgrab. Aber... Was denn? Karte aktualisiert, obwohl ich gerade da war. Nee, ich
sehe den Grabstein auch nicht auf der Karte. Was bedeutet's? Oh, Königsgrab. Ich wette, ich hatte mit meiner Vermutung recht. Sie wird der König der Berserker sein. Ja, alle anderen Grabsteine werden mir auf der Karte markiert, ne? Ja gut, was möchte ich dann machen? Svartalfheim. Da fehlt mir noch relativ viel. Ja, ich glaube, ich werde mich als nächstes darum kümmern. Berserker-Grabsteine haben wir alle, wie cool. Ja, das kann ich wieder ohne euch machen, denn Truhen und Raben und so weiter finden, da ist nicht sonderlich spannend, okay? Also bis gleich, wenn irgendwas Spannendes passiert. Und da wäre auch Svartalfheim zu 100% abgeschlossen. 100% ja. Haben wir alles gemacht? Nein. Lange ist es her. Aber ich habe schon mal prophezeit, gegen das Vieh werden wir kämpfen. Und Freya, was machst du? Genau das werden wir jetzt tun. Und los geht's. Oh wow. Die ewige. Oh nein. Was ist der Hals? Was habe ich mir dabei gedacht, gegen so ein Vieh zu kämpfen? Und weiter draufhauen. Sehr gut. Waffenwechsel. Nächste Ringattacke. Und die nächste Ringattacke. Die nächste Ringattacke. Das war die falsche Waffe. Das war nicht gut. Shit. Und runtergeholt. Das ist nicht der erste Drache, den ich bekämpfe, weißt du? So, und dann werde ich die Chance nutzen, hier was anderes auszuwählen. Und zwar, wo ist mein... Achso, das habe ich auch noch gekauft übrigens. Ich habe ein paar Dinge gekauft, aber sind alle nicht so gut wie das hier. Weltenverschiebung. Direkt anlegen. Seht ihr den Schaden? Das ist fantastisch. Weg. Okay, ich denke, ich sollte mit Feuer angreifen, nicht wahr? Nein, oh Gott. Ich bin gleich zweimal an. Moment, ich kann dich jetzt vom Himmel holen, denn... Nee, hat nicht gereicht. Doch, hat gereicht. Oh Gott, was? Das sah ein bisschen komisch aus, Spiel, ja. Sah ein bisschen komisch aus. Aber hey, sag gute Nacht. Es fehlt immer noch ein Flugdrache. Was? Ich dachte, ich hätte alle Drachen getötet. Es gibt noch einen? Okay, das wusste ich nicht. Das war eine Überraschung. Was hast du erwartet? Auch wieder wahr. Der Drache hat genauso auf die Reliquie reagiert wie die schlafenden Trolle. Sehr eigenartig. Warum ist es eigenartig? Okay, dann haben wir jetzt noch den Drachen besiegt. Und wir hatten schon zuvor 100%. Toll. Aber wo könnte es jetzt noch einen Drachen geben? Keine Ahnung, aber... Vielleicht werde ich auch mal das Internet befragen, aber erstmal weg hier. Keine Ahnung, wo ich noch einen Drachen finden könnte. Aber hier in Jötunheim. Da haben wir 0% und etwas gibt es da scheinbar zu holen. Kratos kann da jetzt auch hingehen, immerhin. Auch wenn Atreus nicht dabei ist. Wollen wir mal sehen, was es da gibt. Jötunheim ist da, ja. Zu Angerboras Baumhaus. Vielleicht ist ja Atreus auch da. Wer weiß. Oder die beiden sind immer noch unterwegs, was natürlich auch sein kann. Ah, hätte ich einen Magen, würde er sich mir jetzt umdrehen. Odin ist fort. Es gibt keine Bedrohung mehr. Nein, nein, es ist vor Aufregung. Kaum ein Nichtriese hatte je das Privileg, das Reich der Jötnar zu betreten. Es ist wirklich eine Ehre, zu den Auserwählten zu gehören. Ja, Leute, sagt mir Danke. Ihr könnt es jetzt auch sehen. Das ist also Jötunheim. So schön wie in den Geschichten.
gibt auch was schöner. Ja, ne? Aber wie gesagt, ich denke, die beiden sind nicht da. Oder ist sie das? Sie war doch so ein Fuchs. Ich kann nicht damit agieren. Denke ich mal, es ist nicht sie. Sehr schönes Tier. Doch, da ist sie! Wir haben Gesellschaft, Fan. Danke, Boda. Kratos, Mimir, Freya. Schön, euch zu sehen. Ich möchte dir danken, dass du uns einen Weg aus Asgard ermöglicht hast. Ja, eine Freude, das Mädchen zu treffen, das uns die Haut gerettet hat. In der Tat. Deine Riesendinge-Magie ist wirklich ein Wunder. Zum Glück waren wir rechtzeitig da. Freya, das Opfer deines Bruders bleibt unvergessen. Das stimmt. Ich muss sagen, du hast Atreus' Herz ziemlich beeindruckt. Mimir. Ach, als ob du das nicht auch denken würdest. Du bist eine geschätzte Verbündete, Angr Boda. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Das werden wir bestimmt. Es gibt viel zu tun und ich fange gerade erst an. Das ist ja schön. Aber wo ist Atreus? Hallo, mein Freund. Hallo, mein Freund. Ganz brav. Ja, sehr brav. Ja, er verhindert natürlich, dass ich mich hier weiter umsehen kann. Schön, nicht wahr? Ich mag den Kleinen. Aber Atreus ist doch mit dir losgezogen. Kratos? Das letzte Mal warst du wegen Fay hier, oder? Das weißt du aus einer Prophezeiung. Dein Sohn hat es mir erzählt. Es ist ein wunderschöner Ruheort. Es war ihr Wunsch. Theoretisch müsste ich ja hier irgendwas finden können, oder? Hier komme ich auch nicht durch. Ich meine, aus irgendeinem Grund kann ich ja hierher gehen. Mal sehen. Aber wo ist Atreus? Er ist doch mit der Kleinen losgezogen und jetzt ist sie alleine hier und... Oh, da ist was! Sieh mal, Freya. Was ist das? Oh, du kommst auch mit, verstehe. Die Blume. Unglaublich. Noch eine Blume, schön. Sehr schön. Aber kann ich hier sonst noch irgendwas tun? Ich meine, wenn ich diese Welt direkt abgeschlossen habe, dann ist auch okay. Viel zu... Jetzt kann ich da was machen. Hast du diese Schreine bemalt? Einige. Manche habe ich für Mutter vollendet. Deine Arbeiten sind wunderschön. Deine Malkünste sind unerreicht, Angr Boda. Mein Sohn malt auch. Hat er mir erzählt. Was die Farbwahl angeht, könnte er aber noch von dir lernen. Wir stammen von Kunsthandwerkern ab. Es liegt ihm also im Blut. Er braucht einfach nur ein bisschen Disziplin. Du gefällst mir. Habt ihr das Lachen von Kratos gehört? So. Kleine hat recht. Disziplin! Aber ja, mehr habe ich hier scheinbar echt nicht zu sehen oder so. Oh, 100%. 100%. Ah, wir müssen los. Passt auf euch auf. Ja, ja. Wo könnte ich mich denn sonst noch umsehen? Nach Asgard können wir nicht. Jötunheim ist zu Ende. Svartalfheim ist zu 100% zu Ende. Muspelheim möchte ich noch nicht hingehen. Helheim? Gibt's da noch was zu tun? Wir gehen mal dahin, okay? Wir gehen mal dahin. Vielleicht kriegen wir noch ein interessantes Gespräch zwischen Kratos, Mimir und Freya zu hören. Falls nicht, werde ich es schneiden. Sie haben tatsächlich kein Wort gesagt. Okay, pass auf. Karte. Hier habe ich auch alles. Hier habe ich auch alles. Oh, Weltübersicht. Niflheim, Muspelheim, Alfheim, Midgard. Nach Alfheim könnte ich zunächst gehen, oder? Da ist nicht mehr viel. Hier, Alfheim. Oh, oh mein Gott, da gibt's noch einiges für mich zu holen.
Niflheim. Oh, Niflheim, da waren wir mit Kratos noch gar nie. Ich glaube, Niflheim wird unser nächstes Ziel. Kann ich das von hier ansteuern? Müsste ich können, oder? Wir können überall hin, außer nach Asgard. Was ist das da? Alfheim? Vanaheim? Niflheim, hier! Ach so, das ist... Hä? Moment. Unentdeckt. Tor freischalten. Wir können ja... Oh mein Gott. Stimmt, hier ist eigentlich der Rabenbaum. Aber... Ich kann ja auch zu den Nebelfeldern gehen. Oh mein Gott. Tor einfach so freischalten und dahin gehen. Oh mein Gott. Komplett neues Gebiet für Kratos. Theoretisch. Und auch hier wurde komplett keine Unterhaltung gestartet. Oh mein Gott. Leute, hier werden wir uns als nächstes gemeinsam umsehen. Da möchte ich die Aufnahme gern laufen lassen. Das könnte sehr interessant werden. Aber Leute, das erst beim nächsten Mal. Denn für heute war es das mit God of War. Vielen Dank fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut oder besser. Tschüss.